Düsterburg. Nach all den Jahren bin ich endlich zurückgekehrt, obwohl noch einige meiner alten Bekannten am Leben sind. Wir müssen vorsichtig sein. Sicher hat Warnfried überall Spitzel postiert. Ich denke, es wird das Beste sein, meine Identität vorerst geheim zu halten. Okay. Düsterburg. Es gibt so einiges zu entdecken in dieser Stadt, ey. Kann ich euch jetzt schon sagen. Kann man da weiter? Ja. Ich glaube, da muss man später, aber was schüttelt er seinen Kopf so blöd? Ja, da können wir später auch noch was machen. Hey, grüß Gott. Guten Morgen, Tag oder Abend, das weiß man hier ja nie so genau. Wohin soll die Reise denn gehen? Du schon wieder? Ich hätte eigentlich gehofft, wir hätten die Rätselei für immer hinter uns gebracht. Wie bitte? Du kennst diese Type? Dann sag ihm doch bitte, dass er das Schwatzen einstellen und uns den Durchgang gewähren soll. Ich fürchte, da liegt eine Verwechslung vor, verehrte Libra. Euer Grandy mag ja in der letzten Zeit weit herumgekommen sein, aber... In Ordnung. Das wird dann wohl ein anderer Knochenmann sein, als der, dem ich mal begegnet bin. Die Burschen sehen sich einander bloß so ähnlich. Könnten wir mal wieder zur Sache kommen? Ich störe euch ja nur ungern, aber... Ja, natürlich. Entschuldigung. Ich weiß ja nicht, wie ihr hierher gekommen seid. Das ist zumindest das erste Mal seit 20 Jahren, aber leider dürft ihr hier nicht durch. Woher weiß er, dass es 20 Jahre her ist, wenn er nicht mal weiß, ob Tag, Abend oder was weiß ich was ist? Hä? Ich dachte, hier ist die Zeit stehen geblieben. Dann hauen wir uns den Weg frei. Na gut, wenn ihr meint, lasst uns verhandeln. Wir können uns den Weg natürlich freiboxen jetzt. Gibt uns natürlich Erfahrungspunkte, aber wir verhandeln mal. Du langweilst dich doch sicher hier auf deinem Posten. All die Jahre auf Wache, ohne Gesellschaft. Och, ich kann eigentlich nicht klagen. Hin und wieder kommt jemand vorbei und bringt mir was zu lesen. Ist zwar schon eine Weile her, aber dafür ist die Vorfreude umso größer. Ach, erzähl mir nichts. Ich weiß, dass du dich hier zu Tode langweilst und jetzt nichts lieber tun würdest, als mit uns ein Rätselspiel zu spielen. Ach, weißt du, diese Rätseleien habe ich mir schon vor Jahren abgewöhnt. Da verliere ich immer. Okay, verhandeln geht wohl doch nicht. Frischstahl! Sieht so aus, als hätte ich endlich mal wieder was zu tun. Seid gewarnt, ich bin gefährlich und habe mich 20 Jahre ausruhen können. Auch das weiß er wieder. Der düster Schreck. Ja, der düster Schreck ist eigentlich, naja, nicht so wirklich schreckig, schrecklich. Schockfrost und Stoßgebet. Mit Dankwart im Gepäck. What the fuck? 100 Schadenspunkte mit einem Angriff. Willst du mich verarschen, du Fisse? Wow. Zack, Parade. Jetzt muss ich doch wieder heilen. Genesung. Ich hoffe, Dankwart kommt als erstes dran. Hab bei ihr nur 10 abgezogen, weil ich sie pariert habe in dem Moment. Ja, so schnell kann's enden. Schockfrost. Oh, ein Stoßgebet. Das war's für dich, düster Schreck. Ich hoffe es zumindest. Die haben nämlich sehr viele Lebenspunkte, die Gesichter. Nein, er lebt noch, okay. Schockfrost und okay. Letzte offensive Tat von... Oh Gott. Hätte er jetzt zweimal getroffen, wäre Randy am Arsch. Aber yay, yeah, ich hab gewonnen. Woo! Libra Stufe 16. Toll. Ja, hoffen wir, dass nicht mehr von denen rumspringt. Da oben läuft eine ganze Kohorte auf den Zinnen rum. So, Heilung. So, haben wir das auch mal erledigt. Ja, willkommen in Düsterburg. Ah, das Wirtshaus zum polierten Panzer. In meiner Jugend habe ich hier mit meinen Freunden das ein oder andere Bierchen geleert. Oh, das war mir schon klar, dass du so ein Säufer bist. Mäh! Oh mein Gott, es gibt Schafe. Wie können die in der Dunkelheit leben? Gehen wir mal ins Wirtshaus. Oh hey, wer kennt die beiden noch? Wir können die Musik hier ändern. Bitte etwas schwungvoller. Was kommt dann für eine Musik? Oh, eine Zelda-Musik. Nee, danke. Verwegener. Naja, die ist auch nicht gerade wirklich. Ja, was ist denn das für einer? Stell er sich vor oder geh er dahin, wo er gekommen ist? Was für ein Ekel. Ja, wir können jetzt mit jedem NPC kommunizieren. Verschiedene Antwortmöglichkeiten austesten, den einen oder anderen geilen Spruch von sich lassen. Ich heiße Grandy. Und euer Name? Ich bin Elvidion Senkelfried. Ja, aber er darf mich auch Elvis nennen. Und deswegen die schmalzige Locke. Gerade bin ich aber vertieft in ein sehr erfolgverheißendes Gespräch mit dieser Dame hier. Wenn er sich also dann schleichen tät. Es ist aber wichtig. Ich möchte etwas über die Stadt und ihre Einwohner erfahren. Ich möchte, dass es allen besser geht. Ja. Dann spreche er mit dem Wirt, der ist immer für einen dämlichen Schwatz zu haben. Das war zu viel. Was fällt euch ein, mich so von oben herab anzulabern? Entschuldigt euch oder ich verlange Genugtuung.
Die kann er haben, der Bube. Da hat er meinen Federhandschuh. Zurückschlagen oder zurückziehen, ja? Schlägerei. Ah! Oh! Siehst du, Elvis, das versuche ich dir schon die ganze Zeit klarzumachen. Du bist nicht der König von Düsterburg. Oh, das ist ein böser Spatz. Ein ganz böser Bub ist das. Ach was, Elvis. Du hättest bloß nicht so unverschämt sein sollen. Es gibt euch die Hände und vertragt euch wieder. So ein Fisch, Alter. Lasst uns in Ruhe. Wir sollen nichts mit euch zu schaffen haben. Alter Schwede. Der ist so am Arsch. Ja, komm, jetzt machen wir hier die Musik da wieder. Dann, naja, gehen wir nicht auf den Sack. Oh mein Gott, schon wieder Zelda-Musik. Hier können wir Schildkrötenrennen machen. Ja, das gibt's ja auch noch. Das Schildkrötenrennen. Ja, klar, ich mach mit. Ja, Michelangelo, Donatello und Leonardo. Okay, ich werde mal auf Grün setzen, und zwar 100 Taler. Auf die Panzerpferde. Richtig! Auf wen habe ich gesetzt? Scheiße, guckt euch die Rot. Okay, das hat nichts zu sagen. Habe ich auf die Blaue gesetzt? Habe ich... Nein, geh nach vorne! Geh doch nach vorne, du scheiß Schildkröte! Fuck you in the asshole! Ich habe auf die Blaue gesetzt. Das ist immer ganz... Immer auf was ich setze, ich verliere immer. Das ist echt, also... Ne. Scheiß Schildkrötenrennen. Einen Abend, Alter. Was gibt's zu melden? Ich bin Grandy. Und du? Ich bin Talex. Ich bin mit meinem Bruder Roncalo hier. Der ist oben beim Schildkrötenrennen und verwettet wieder mal sein Geld. Unser Vater ist davon überhaupt nicht erlaubt. Aber was soll's? Roncalo verdient ja selbst sein Geld. Soll das doch ausgeben, wie es ihm beliebt. Gut, jetzt könnten wir ihm einige Sachen fragen. Wegen dem Bruder, wegen der Stadt, wegen dem Wirtshaus. Was ist dein großer Bruder denn für einer? Hey, er ist so eine Art Held. Ein Wanderer und Abenteurer. Ist schon überall rumgekommen, bis nach Königsberg und noch weiter. Irgendwann wird er eine Prinzessin heiraten, wie es einem ihm zusteht. Naja, aber bis dann verzockt er seine Knete eben oben im Schildkrötenrennen. Ja, man kann jetzt einige Sachen erfahren, aber nicht alles so wirklich relevant. Hallo, mein Name ist Fulgor, Sohn des Falgor. Ich scheint neu hier zu sein. Ja. Nee, ich bin auch zu Gast hier. Ich komme aus Königsberg. Was treibt dich hier? Ich habe eine Rüstung in Auftrag gegeben und warte auf ihre Fertigstellung. Der hiesige Schmied ist in gewissen Kreisen weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Ja, ja, den Schmied, den werden wir nachher auch beglücken. Hey, sei gegrüßt, Fremdling. Ich bin Lazzalanti. Hallo, ich bin neu in der Stadt. Kannst du mir vielleicht irgendwie weiterhelfen? Wenn es nicht so lange dauert. Weißt du, Lazzalantin und ich haben gerade etwas sehr Wichtiges zu besprechen. Rank! Oh, jetzt wurde aber laut. Entschuldigt Rank, bitte. Er macht eben gerne einen auf wichtig und geheimnisvoll. Natürlich helfen wir dir gern weiter. Vielen Dank. Worüber habt ihr gerade geredet? Wie ist es so in Düsterburg? Naja, etwas öde, wenn du mich fragst. Wenn du genaueres wissen willst, rede doch einfach mal mit Dario und dem Wirt. Okay, lassen wir die beiden mal in Ruhe. Was ist denn das für ein Face, ey? Hallo, ein neues Gesicht sieht man hier nur selten. Die Geschichte der Stadt, die Gäste, die Stadt im Allgemeinen, ja. Ich habe eigentlich keine Lust, jetzt großartig über irgendwas zu reden oder was auch immer. Oh mein Gott, wir sind in Düsterburg. Ja, hier können wir uns pennen legen. Muss ich überhaupt schlafen jetzt? Ja, ich leg mich mal hin. Hallo, ja. 90 Taler für ein Zimmer, Junge, Junge. So, da bin ich auch schon wieder. Ach ja, Düsterburg ist so eine schöne Stadt. Bei den Göttern kann das denn möglich sein? Bertha, sieh mal. Was ist denn Rüdiger? Bertha. Ich kann es nicht glauben, Rüdiger. Es ist der Herr Dankwart. Rüdiger, Bertha, ihr seid noch am Leben. Den Göttern sei Dank. Oh mein Gott. Ah, jetzt wird's schnulzig. Erlaubt, dass ich euch vorstelle. Das sind meine früheren Diener, Bertha und Rüdiger. Und hier sind Grandy und Libra, denen ich es verdanke, dass ich auch zu euch zurückkehren konnte. Aber erzählt, wie es euch ergangen ist. Kommt ihr denn über die Runden? Es geht, Herr Dankwart. Die Zeiten sind hart für Leute, die euch früher treu ergeben waren. Wir müssen uns dieses Haus mit der Familie Paroli teilen, die genauso arm sind wie wir. Ach, Rüdiger, hör bloß auf, dich zu beklagen. Bitte, Herr Dankwart, erzählt, was euch widerfahren ist. Ja, sicher. Ihr erinnert euch sicher noch an die Nacht, in der meine geliebte Doria verschwand. Entschuldigt, Dankwart. Libra und ich kennen die Geschichte ja schon. Wenn ihr erlaubt, sehen wir uns ein wenig im Haus um. Ja, natürlich. Ja.
Lassen wir die alten Knackern Gangbang machen. Hey! Tja, Juli ist halt ein... Mau, auch ist das süß. Hey, Opa. So. Roncarlo, mein Sohn, bist du das? Jetzt kann ich dich verarschen. Ja, Vater, ich bin es. Die Augen. Warst du etwa wieder im polierten Panzer und hast dein Geld verspielt? Weißt du denn nicht, dass deine Familie kaum über die Runden kommt? Nee. Es tut mir leid, Vater. Hier. Ich schenke ihm jetzt einfach mal 100 Taler. Roncarlo, mein Sohn! Ich habe dir Unrecht getan. Ich hätte nicht geglaubt, dass du eines Tages doch noch an deinen alten Vater denkst. Schon in Ordnung, Vater. Ich gehe mal wieder. Was hast du, mein Junge? Moment mal. Ihr seid nicht Roncarlo. Wer seid ihr, dass ihr mit einem alten Mann eure Spielchen treibt? Ja, Lucifer. Entschuldigt bitte. Ich weiß selbst nicht, was in mich gefahren ist. Ich wollte euch nicht kränken. Ich heiße Grandy. Nun ja, Grandy. Mein Sohn hat im Alter genauso nachgelassen wie meine Sehkraft. Ich vergebe euch. Roncarlo schaut überhaupt nicht mehr bei mir vorbei, dieser Nichtsnutz. Entweder durchstreift er die Grafschaft auf der Suche nach Abenteuern oder so er vergeudet seine Zeit im polierten Panzer. Dort verschleudert er sein Geld beim Schildkrötenrennen. Er denkt überhaupt nicht an seinen Bruder und seinen Vater, die kaum etwas zu beißen haben. Erlaubt mir, euch auszuhelfen. Ich gebe ihm nochmal 100 Taler und ich habe Stufe 17 erreicht. Yay! Ihr seid so gütig, Grandy. Obwohl es mein Stolz verbietet, Almosen anzunehmen, zwingt mich der Hunger, euer Geld anzunehmen. Wenn ich euren Sohn treffe, richte ich ihm aus, dass er hier vorbeikommen soll. Okay, bam. So, wir haben wieder was Gutes getan. Oh mein Gott. Bist du fertig, Alter? Ah, da seid ihr ja wieder. Rüdiger und Bertha haben mir berichtet, welche Zustände in Düsterburg herrschen. Überall herrschen Armut und Hunger, aber das Volk wagt es nicht, sich gegen Wahnfried zu erheben. Sie sind dermaßen verängstigt, dass sie sogar scheuen, öffentlich Kritik an den Zuständen zu üben. Es soll aber ein paar junge Leute geben, die im Untergrund aktiv sind und einen Aufstand planen. Leider wissen Bertha und Rüdiger auch nicht, um wen es sich dabei handelt. Wir müssen diese Leute ausfindig machen. Ich muss wieder gehen, meine Lieben. Bitte erlaubt mir, euch 500 Taler aus unserer Reisekasse zu überreichen. Jetzt halt bloß die Klappe, Grandy. Herr Dankwart, wir können das unmöglich annehmen. Papalapap, Rüdiger, ihr Männer und euer Stolz, du weißt selbst, wie dringend wir das Geld benötigen. Vielen Dank, Herr Dankwart. Wir sind zwar nur ein altes Ehepaar, aber wenn wir euch irgendwie unterstützen können... Danke, Bertha. Ich weiß euer Angebot zu schätzen, aber ich möchte nicht, dass ihr euch in Gefahr begebt. Lebt wohl einstweilen und passt auf euch auf. Oh. So, nachdem wir uns nun 700 Taler aus unserer Kasse entleert haben, geht es endlich weiter. Das hier ist das Ratshaus. Wir sollten vorsichtig sein. Wahnfried hat sicher alle Posten mit loyalen Gefolgsleuten besetzt. Na, wer weiß, gehen wir mal rein. Was macht denn der Schwuchtel wieder hier? Aha, der Herr Grandy mal wieder. Ja, sag, was will er denn, der große Grandy, Beschützer von Jungfern und Yachten? Hallo Elvis, du hier? Wir wollten eigentlich nur noch mal den Bürgermeister sprechen. Da hat er aber Pech gehabt, der Herr Grandy, weil er da erst einmal an Elvidion Senkelfried vorbei muss und der lässt ihn nicht durch. Nun gut, Elvis, du hast momentan die Oberhand, aber ich komme wieder. Ja, wir kommen irgendwann wieder. I'll be back. Wir können die ganzen Katzen in Düsterburg ärgern. So, liebe Leute, was erwartet uns noch in Düsterburg? Wie beunruhigend, dass das Siechenhaus noch steht. Wenigstens für die medizinische Versorgung scheint gesorgt zu sein. Das Siechenhaus ist so viel wie das Sanatorium der Stadt. Die Psychiatrie. In der werden wir uns später noch umsehen. Das Haus der Wache. Früher war man hier für Recht und Ordnung zuständig. Heute geht es wohl eher darum, Wahnfrieds Willen durchzusetzen. Lasst uns schauen, was im Wachhaus auf uns wartet. Guten Tag, ihr seid nicht von hier, oder? Was kann ich für euch tun? Ich möchte ein Verbrechen anzeigen. Den Kommandanten sprechen, einen Gefangenen sprechen, mich nur ein wenig umsehen. Wir werden einen Gefangenen sprechen, das vielleicht, beziehungsweise mich nur ein wenig umsehen. Nein, da werden wir später drauf kommen. Da werden wir später drauf kommen, auf dieses Etwas. Oh mein Gott! Bei den Göttern! Es wird hingerichtet in Düsterburg. Was ist nur aus meiner Stadt geworden? Ja, was ist nur aus seiner Stadt geworden? Hey, wir stehen hier. Seid gegrüßt, liebe Leute. Seht euch nur meine Früchte an.
Hier können wir statuserhöhende Items kaufen. Attacke werde ich mal zweimal kaufen und Apfel werde ich auch mal zweimal kaufen. So, dann kann ich mit der magischen Banane meinen Angriff erhöhen und mit dem magischen Apfel meine maximale HP. Ja, ich bin egoistisch, weil ich es nur an mir anwende. So, speichern wir und ja, das nächste Mal weiter in Düsterburg.